Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Clash of Clans. Wie ihr mitgekriegt habt, habe ich gestern keine Folge gemacht, weil einfach nichts zu berichten war. Was ist denn hier schon wieder los? Hi, jemand on? Nee, bababababababab. Ich habe jetzt leider keine Zeit zum Spenden. Ich will nämlich was zeigen. Ich habe nämlich jetzt hier schon, also fast alles ausgebaut, habe die Base auch nochmal ein bisschen umgebaut, damit ein bisschen mehr Schutz ist. Und ich habe den nächsten Clankrieg gestartet. Ihr seht das Video ja jetzt, also heute Samstag. Und Samstag, ja, also jetzt gerade, wenn ihr das Video seht, ist eigentlich bereits schon der Clankrieg. Und ich kann leider nicht live senden, weil also mein Internet reicht nicht dafür aus. Und ich muss mal ganz kurz gucken, wie die feindliche Base denn so aufgebaut ist. Ich gucke jetzt einfach mal Platz 34, ne? Da gucke ich mal ganz kurz rein, wie die so ausgerüstet sind. Ach, scheiße. Scheiße, die sind alle Kacke, die sind Urst. Ja. Die sind besser dran wie wir. Oder als wir. Aber der hat seine Base außen stehen, das ist ganz praktisch. Den schnapp ich mir. Leck mich doch am Arsch. Ja. Ich guck mal den schlechtesten bei ihm an, den schnapp ich mir denn. Das ist dann meine Chance, meinen Beitrag an diesem Spiel zu leisten. Ach, Kacke. Wir haben total verkackt jetzt schon. Ach Mann, ey, das ist doch scheiße. Aber immerhin. Wenn ich jetzt hier den schlechtesten Platz angucke, ich will jetzt mal den ersten sehen. Komm, jetzt guck. Ja, jetzt geht's los, pass mal auf. Ach ja. Guck mal. Ach ja, der Magierturm Level 6, das ist doch ganz schön. Was hat er hier? Bogenschützenkönigin. Ah, ja, also, ich kann euch versprechen, also gewinnen werden wir dann auch nicht, ne? Es wird ja immer gesagt, ja, macht doch mal einen Clankrieg, macht doch mal einen Clankrieg. Das liegt nur an euch, ne? Also, wenn wir mal verkacken, das ist, weil ihr immer sagt, machen wir doch mal einen Clankrieg. Ich will eigentlich noch keinen machen, weil ich eigentlich aufbauen will, erstmal mit den ganzen Leuten hier. Aber, naja, wenn ihr das so unbedingt wollt, dann ist das halt so. Und wenn wir tausendmal verlieren, das ist euer Gebet. Gut, was habe ich denn jetzt gemacht? Also, ich habe großteils ist fast alles ausgebaut, also auf meinem Level momentan. Als nächstes kommt das Rathaus dran. Sonst hier habe ich eigentlich alles. Ja, brauche ich alles auf Rathaus Level 5. Mache das immer so, ich baue alles komplett auf und zum Schluss mache ich immer das Rathaus. Ich denke mal, das ist am klügsten. Ja, zweimal übrig. Ich mache mal den Baum hier hinten noch weg. Und wie sieht es denn aus hier? Kann auch noch was ausbilden. Ja, das ist doch Platz. 72, ich mache nochmal ein paar Bogies dazu. Ach, gucke. Ich habe schon, beim Forschen, bin ich auch schon ein bisschen vorangeschritten. Ich kann jetzt in meiner maximalen Stufe nur noch diese kleinen Ballons machen. Danach, also ausbauen kann ich jetzt großteils noch nichts. Rathaus muss auf Level 6 sein. Naja, muss ich noch ein bisschen ausbauen, bis ich auf die nächste Stufe kann. Und da kann ich auch wieder weiter forschen. Denke mal, wenn ihr das Video jetzt seht, also ich denke mal, morgen ist es dann soweit, da bin ich in dem finanziellen Status, dass ich hier schon wieder ein bisschen ausbauen kann. Aber weiter geht's hier überall leider nicht. Ich stecke jetzt gerade fest. Manchmal ganz kurz prüfen. Machen wir denn hier noch was mal? Die habe ich auch schon, oder? Die habe ich auch schon. Da geht's also nicht weiter. Gut. Dann haben wir das erstmal soweit gekippt. Kein habe ich leider noch nicht. Morgen kommt wieder eine etwas längere Folge, weil ich den Krieg ein bisschen überwachen werde. Der geht nicht, der Clan ist voll. Da kann ich sogar ja drücken. Guck, da. Geht nicht, geht nicht. Und außerdem, das ist eh die falsche Anfrage. Also manche haben es gerafft, die haben auch geschrieben, dass sie Abonnenten von mir sind. Und da kommen sie auch rein, also wenn ein Platz frei ist. Aber ich musste jetzt schon den Kalle rausschmeißen. Also musste nicht, ich habe den Kalle rausgeschmissen. Und vorhin hat er mir geschrieben, warum hast du mich eigentlich rausgeschmissen? Ich bin doch die ganze Zeit online.
Das wusste ich aber nicht. Hat er nie drin geschrieben oder Truppen gespendet oder sonst irgendwas? Sorry, Kalle. Und, naja. Mal gucken, ich habe jetzt mal den Kalle zum Bobby verwiesen. Damit da noch ein bisschen nachgestärkt wird. Beim Bobby wollte ja keiner rüber anscheinend. Obwohl Bobby eine starke Hand bräuchte. Gerade wenn wir Kriege machen wollen. Weil es ist ja unser Partner-Clan. Aber mir ist voll. Wir könnten noch beim Bobby rüber, das ist kein Ding. Müsste man in die alten Videos gucken. Stramm sein heißt er, der Clan. Kann ich auch noch mal kurz zeigen hier. Ich muss ja mal ein bisschen Werbung machen für meine Leute hier, ne? Da. Stramm sein, ne? Da ist der Bobby drin, ne? Der heißt hier bloß irgendwie anders. Aber sind schon 26. Also das ist schon ein bisschen mehr geworden. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja gut, ich will jetzt hier nicht allzu viel Werbung für andere machen. Obwohl er wirklich mal ein bisschen Hilfe braucht. Ihr seht nämlich schon, warte, ich musste mal ganz kurz reingucken. Wenn wir hier unser Clan-Symbol haben, also da bei Fireclouds. Und ich unterlese, wir haben die zumindest das gleiche Symbol. Und die haben auch schon mal einen Krieg gewonnen. Hier nicht. Ah, schön. Ah, aber das Witzige ist immer diese Kampfbereitschaft. Ist ja kaum immer eine kampfbereit. Alle sagen, ja, yeah, wir machen Krieg, wir wollen Krieg machen. Aber keiner ist kampfbereit. Na gut, eben als Folgenpäuschen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünscht uns viel Glück, dass wir jedenfalls ein paar Punkte kriegen. Könnten wir, glaube ich, gut gebrauchen. Also Glück, ne? Also, macht mal die Däumchen, die Fläumchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr macht's gut.